Ich schaue ja, das wissen, glaube ich, die wenigsten, plötzlich so diese ganze Wunder, die sich einfach ergeben, ohne dass wir etwas tun, in die Richtung. Das habe ich davor gar nicht wirklich so wahrgenommen. Und aus diesem präsenter Sein heraus, aus diesem mir verbunden Sein mit dem, was gerade ist, aus diesem authentisch wünschen, aus dem Sein geschehen die Wunder. Also wir alle haben so eine Transformationsgeschichte erlebt, also Andrea und Celia und ich, aus gestressten, schmerzhaften Formen hin zu mehr Leichtigkeit. Und da ist ja schon was Wunderbares drin. Und doch leben wir natürlich Leben, also mit allem. Und was aber jetzt mit der Zeit und über Monate und Jahre auch darin sich zu bewegen, passiert, ist genau das, was ich jetzt gehört habe bei dir, Andrea, dieses die nächste Runde durchkommen und wieder was sehen. Da gibt es noch mehr. Wie du sagst, ich dachte, ja, da weiß ich, oh, okay. Und da weg von diesem Ziel hin zu leben, oder? Erfahren. Ich glaube, dafür sind wir hier, für erfahren. Und sei es die Erfahrung zu machen, sich bewusst zu erfahren. Andrea, gibt es irgendwas, wo du eine neue Schleife gedreht hast vor kurzem, wo du was wieder was tiefer, was Frisches gesehen hast, die du gerne mit uns teilen würdest? Absolut. Ich drehe gerade mehrere Schleifen. Immer wieder habe ich das Gefühl, so spannend. Ich finde dieses Jahr unglaublich kraftvoll. Also klar, insgesamt, aber für mich selbst auch. Und am Anfang des Jahres habe ich gespürt, während ich mich so beobachtet habe, wie ich so an Gedanken des Mangels so ein bisschen angehaftet habe und da ein bisschen meine Zeit für verbracht habe, was völlig okay war, und habe daraus dann irgendwie dieses Bedürfnis entwickelt von, oder die Frage, wenn ich doch für meinen Neffen zum Beispiel, also für meinen Mann, wenn ich für meinen Neffen doch so eine bedingungslose Liebe empfinden kann, dass Liebe, dieses Gefühl von Liebe, es ist ja einfach eine Emotion, eine Energie, dass die so, sich so anfühlen kann, hey, dann muss ich, weil es ist ja auch eine Projektion, dann muss ich das ja auch genauso in Partnerschaften erleben können. Und dann wurde ich so richtig neugierig, das hat mich schon immer interessiert, aber ich war nie an diesem Punkt dieses Wunders überhaupt, dieser Frage, die sich plötzlich so möglich angefühlt hat. Und dann habe ich mich auf die Reise in diesem Jahr gemacht, genau den Situationen zu begegnen, in denen ich genau das erfahren darf. Immer wieder. Und dann plumpse ich mal wieder auf die andere Seite, bin ich da mal wieder ein bisschen, dann gucke ich mir die wieder an. Aber dieses Gefühl und das Verständnis von bedingungsloser Liebe, wirklich dieser ganz reinen Liebe, die einfach ist. Und die immer ist, egal was dann wirklich, wie es sich zeigt und egal wie es sich materialisiert quasi, aber diese Energie einfach und dieses Verständnis darüber, dass eben, dass ich auf die Blume im Garten das projizieren kann quasi und dass dadurch in mir diese Energie quasi erzeugt oder auf einen Partner, auf den kleinen Hund, der jetzt bei mir wohnt oder auf einen Duft oder ein Essen. Und dadurch ist so eine Freiheit entstanden. Und trotzdem finde ich auch in dem anderen Punkt, finde ich genauso cool, genauso okay. Aber immer, ist doch immer schön, wieder auf diesen leichten Pfad zu gehen, sozusagen, in dem einfach das ist und die Bewertung noch mehr raus ist. Ja, Wir haben genau über das geredet, Celia, gell? ja. Ja. Ich höre zwei Ebenen aus dem heraus. Also, das eine ist diese unpersönliche Liebe. Das ist diese allumfassende Liebe, die wir sind und die wir jederzeit für alles im Leben empfinden können. Und die absolut immer für uns da ist. Also, ja, egal ob, wie du sagst, in deiner Sprache, ob ich das auf einen Hund oder eine Blume projiziere. Ja? Und das andere, was ich höre, und da habe ich begonnen dieses Jahr etwas zu sehen. Ich möchte nicht behaupten, sehr viel, aber etwas zu sehen. Nämlich in dieser persönlichen Liebe, egal ob in Freundschaft oder Partnerschaft, wirklich, wo wir
ein Mensch quasi. Das fühlt sich immer wie was anderes an als eine Blume in unserer persönlichen Wahrnehmung. Und dort haben wir doch unbewusst unendlich viele Bewertungen und Erwartungen, was wir von dem anderen Menschen uns wünschen und wo wir enttäuscht sind, wenn wir es nicht bekommen und glücklich uns fühlen, wenn wir es erhalten von dem. Und ich hatte neulich, so vor einigen Wochen, einen Moment, dass, ich will nicht sagen erwachen, aber ein Sehen, eine Schleife drehen, wie du sagst, etwas noch tiefer sehen, nämlich diese Idee, sei dankbar für diese persönliche Liebe, egal in welche Form sie zu dir kommt. Und ich tue mir seit einigen Wochen immer leichter, wenn meine Erwartungen kommen, weil immer wieder diese Stimme kommt, sei dankbar für das, was du hast. Und das höre ich ein bisschen einfach in dem, was du auch erzählst, nur von meinem Sehen heraus. Mhm. Ja. Absolut, das ist so schon formuliert gerade. Ja. Ja, und ihr beschreibt es so schön, dass wir eben beides fühlen, sehen und sein können. Mhm. Wir benennen es als totally human and more than human. Mhm. Voll Mensch mit hey, ich will jetzt aber mehr, aber wieder erwachen, dankbar. Oh, schön. Hinzu, es ist immer Liebe. Und ich glaube, aus dem es ist immer Liebe, wissen wir auch, ob wir bleiben oder gehen, ob es was zu tun gibt oder nicht. Weil es ist ähnlich, wie vorher Sandra gesagt hat, einen Scheiß muss ich, bedeutet nicht, dass es manchmal nicht Schritte gibt. Oder? Und auch da werden die fast offensichtlicher, auch wenn es keine gibt, wird es offensichtlicher. Das finde ich auch so spannend, dass das, was jetzt vielleicht etwas ja, die drei, ich weiß nicht, wie die leben und abgehoben tönen könnte, hat ganz praktische Aspekte. Im Sinne, doch, ich kann darin bleiben in der Situation, weil ich das Allumfassende und das ganz Menschliche sehe und aber nicht im Konzept und im wie es sein sollte, mich verliere. Und dann können wir auch gehen oder bleiben, Schritte tun, aber nicht, indem wir die Liebesgeschichte beenden oder erfinden im Kopf, sondern indem wir sie leben. Mit dem Partner, mit der Chefin, mit dem Kind, echt, jetzt. Und dann wissen wir auch, was zu tun oder eben nicht zu tun ist. Auch wenn, genau, auch wenn es nicht den Konzepten entspricht, die wir davon haben, oder von Leben, oder von Erziehung, oder Partnerschaft. Das habe ich auch gehört von euch beiden. Ja.